Willkommen zu 1, 2, 3, 4, 1000 Runden UHC Run, genau, Nick. Es gibt ja Leute, die prinzipiell lost sind, ne? Aber es gibt dann halt auch die Leute, wo ich mir so denke, sind die aus der Klapse ausgebrochen oder was machen die auf dem Gymnasium? Ich muss sagen, die beste Aussage, die ich heute bisher gehört habe, war definitiv die Aussage, dass der March of Washington als Wendepunkt im amerikanischen Bürgerkrieg angesehen wurde. Für die, die es nicht wissen, March of Washington war 1963, amerikanischer Bürgerkrieg war 1861 bis 1865. Das heißt, hat sich nur um knappe 100 Jahre vertan. Ey, ich feiere es halt echt hart, dass dieser Typ... Der Typ hat einen 80er-Ping. Junge, der, was der für Hits kassiert und was der drückt. 700er-Ping oder was, du? Sohn einer netten Mutter. Dann gibt es aber immer noch die Leute, die wirklich behindert sind. Lol. Nämlich sollten wir in Geschichte eine Karte malen mit den Bündnissen und sowas. Um 1870, also zur Zeit der deutschen Reichsproklamation. Und da war... Digga, könnte ich den Typen auch mal bitte hitten? Ganz kurz, der Typ hat an. Wir sollten halt so eine Karte machen und dann schreiben, wer mit wem Bündnis hatte und sowas und wie die Machtverhältnisse waren. Zuallererst wussten ein paar Leute nicht, dass Österreich-Ungarn zu dem Zeit ein Kaiserreich war und nicht zwei. Grundlegend muss man das auch nicht unbedingt wissen. Nur wenn du ein Elker bist und das nicht weißt, das ist etwas minimal sad. Und dann sollten wir das aufmalen. Nachdem ich das den Vollidioten eine halbe Stunde lang erklärt hatte, haben die dann angefangen zu malen. Und ich suche mal eine Karte, wo ich euch jetzt erkläre, wo welches Land ist. Also Deutschland in der Mitte. Das passt ja erstmal schon mal. Dann haben sie Österreich-Ungarn im siebten Anlauf auch sogar als ein Reich und nicht als zwei gezeichnet. Das hat sogar einigermaßen gepasst, also südwestlich von Deutschland. Großbritannien haben sie dahin gemalt, wo fucking Island ist. Fucking Island. Frankreich gab's nicht. Ich finde, das geht klar, Digga. Oh, dann kommen wir jetzt mal zu den besten Links. Italien haben die dahin gezeichnet, wo Polen ist. Und ich meine, vom Fahrerischen sind die gleich, nur die Polen müssen mit einer Lenkradsperre fahren und die Italiener sind einfach nur beschissene Autofahrer. Das ist immer noch das Beste. Ihr dürft jetzt viermal raten, wo die Russland hingemalt haben. Richtig, Russland haben die dahin gemalt, wo Italien ist. Russland haben die in den Süden von Deutschland gemalt. Digga, Russland. Im Süden von Deutschland. Erdkunde LK wäre bei den Typen auch drin gewesen. Muss ich ihn einfach so lassen. Also ich komme mal noch nicht drauf klar. Russland in den Süden von Deutschland. Und ich... Die Typen machen sich über mich lustig, wenn meine Zeichnung unübersichtlich wird. Die Typen gehen mir mehrheitlich auf den Sack. Und der Typ ist schon ein ziemlicher Pro. Nee, aber die Typen sind behindert. Ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne Like, Kommi, Abo, etc. Schaut gerne auf meinem Twitch vorbei. Bis dahin. Ciao.